Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer, ihr habt schon gesehen, mein Kollege versucht gerade beizutreten und es fängt direkt an, wo wir den Mizozone wieder mal verkloppen. Ja, warum eine Mizozone? Ganz einfach, da ist noch ein Nebenvieh bei, das wir eigentlich erledigen wollen. Nämlich den Kammerseher Mizozune. Das ist der rechte, der ein bisschen größer ist. Ich glaube, so ein paar Zentimeter ist er größer. Und ich habe extra mein Team vorher angepasst, dass wir komplett elektrisch hier unterwegs sind. Das haben wir jetzt nicht getan. Was wollen wir zuerst verdreschen? Den normalen oder den Kammerseher zuerst umjagen? Den normalen würde ich sagen, weil der schneller platt ist. Gut. Dann gehen wir mal auf die. Dann gehen wir mal keine. So, das sind alles High-Rank-Viecher, die wir hier bekämpfen. Das heißt, sie sind generell stärker. Ich habe schon mal geguckt, wie viele Missionen das ungefähr werden. Das werden 6, davon sind 4 Arena-Missionen. Die werden hoffentlich nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen. Zur Not werden es maximal so 3 Folgen, die ihr dann bekommt. Noch. Also, ich will nochmal aufklären. Erkundungsquesten werden wir nicht machen, weil das einfach nur ist, wir latschen da in dem Bau rum. Und das ist null interessant. Außerdem seht ihr ja da nichts Neues. Vielleicht beteilige mich dann jetzt auch mal an dem Kampf, ne? Statt nur aufs Maul zu bekommen. So. Ach, du auch? Oh, ich hätte meinen Lebenspulver gar nicht nutzen müssen. Oh. Sag doch, dass du Lebensstaub hast. Ich habe Lebensstaub. Ja, jetzt weiß ich das auch. Ich hab nebenbei. Das Gefühl, unsere Monster wollen die Kammer sehr zuerst zerlegen. Auch so nebenbei. Selbst wenn die Monster verkacken, also nicht besiegen, wir machen die Mission nicht noch einmal. Wir wollen nur endlich die letzten Missionen, also die letzten Monster zeigen und fertig. Ein Monster kein königlicher Erlass? Das ist königlicher Erlass. Das ist eine gute Frage. Hohe Chance, alle Elementangriffe aller Gegner für 3 Runden moderat zu schwächen. Das klingt doch ganz nett. Klingt doch ganz angenehm. Ich hau mir mal den Megatrank drauf. Ja, schlüpp ihn weg. Los, schluck den Potion. Kannst du mir ein bisschen Zielwasser geben? Und Rafa direkt mit. Das ist das Nervige am Mizu. Der babbelt einen so tot. Nebenbei, ich will mich für den letzten Part entschuldigen. Ich habe nicht gedacht, dass ich so lange vor Ort Hula brauche, ne? Der Part ist mindestens eine Dreiviertelstunde geworden. Aber weil der Kampf so lange gedauert hat. Der Kampf, die Folge besteht fast nur aus Ort Hula. Dieses Feed ist halt absolut broken. Ich will das haben, aber es geht nicht. Ich weiß übrigens, dass es auch noch den Kirin und den Dämonio geben soll, aber wisst ihr, wie lange es dauert, bis der Dämonio mal zufällig in einem dieser Nester ist? Deswegen wir in das Dachnest gehen. Du kannst den Dämonio tatsächlich über eine Nebenquest triggern, dann steht er irgendwo auf der Kohle rum. Aber die letzten Parts, die sollen jetzt wirklich bei Koop-Parts bleiben. Wolltest du nur gesagt haben. Erzähl denen das nicht, sonst nerven die mich. Jetzt ist zu spät, jetzt habe ich schon gesagt. Heil nochmal, ich nehme bald meinen Lebensstaub nochmal raus, um unsere Monster am Leben zu halten. Ach, stimmt ja. Blasenmantel. Ich traue diesen Blasen nicht. Ich auch nicht, so gar nicht. Das stand da als Text. Feierball. Weißt du, als Zeller Ding genutzt hat, da war der irgendwie krasser. Und diese riesen Grat hat ihn das Ding erstmal in den Boden reißt. Weißt du, ist es Hagner oder selber Angriff? Warum macht er bei ihm Grat und bei uns nicht? Ist auch schön, wie die beiden sich gerade unterscheiden. Der eine brennt vor Wut und der andere wirkt Heiligkeit aus. Was ist der Mizu, wenn er wütend ist, nochmal? Du musst dann immer umgedreht kämpfen.
Das funktioniert leider nicht bei allen. Ja, das ist mit denen, die noch so eine Zwischenphase haben, beispielsweise der Lagia-Kurs. Ich glaube, der kämpft jetzt selber mit Kraft, der Wütende. Nee, nein, Geschwindigkeit. Naja, zumindest liegen wir nicht falsch. Komm. Ja, treffen! Wow, ja, treffen, du Dulli. Oh, Gegenangriff. Okay. Wir müssen die Angriffe von Karma sehr fernhalten, solange er gebabbelt ist. Ja, das klingt nicht so gut, wenn der uns... Oh, guck mal, der hat das Auge kaputt. Der hat Narben, das sieht ja cool aus. Ja, die Narben geben ihm so den Edge-Faktor. Die mussten uns erst noch mal kurz anschreien. Was ist mit Angriffen, die alle Gegner treffen? Macht er dann auch ein Konter? Eigentlich nicht, ne? So. Du musst eh einen Technikangriff machen. Was? Wir machen es nochmal eine Nummer einfacher. Los, mein Astalos! Das ist eigentlich eine clevere Idee. Zu Jaws? Ja. Warte mal, macht er von sich aus Rechner Donner? Ja, nee. Naja, ein Technikangriff geht auch, klar. So. Ich habe nicht genügend Power, sonst hätte ich jetzt einen wahren Hieb durch beide gezogen. Los, Kai, draufhauen! Wieso hast du den dabei? Soll ich dir mal zeigen, wie man trifft? Ich bin immer noch eingebabbelt, das nervt mich. Ich bin auch gebabbelt. Ach nö! Nimm die scheiß Bubbles weg! Wow, der Kammerseher tut echt weh. Der normale, der ist ja nicht so schlimm, der Kammerseher ist der nervt. Alter, warum nur auf mich? Ich hab keinen Lebensstau. Ja, ich mach nochmal. Ja, ich sag ja, die müssen uns nochmal unbedingt kurz nochmal anschreien. Die Viecher. Sag mal, du bist ein Techniker, nutzt deine Technikangriffe. Oder willst du mich komplett auf die Beine bringen? Offensichtlich. Kann immer noch nicht den wahren Weitenhieb machen. Ja, es steht ja auch schon so als Rundenvoraussetzung. 20 für Gold. Gold schaffen wir, glaube ich, nicht. Dafür treffen wir zu wenig. Man könnte sich natürlich auch die Mitsuzune-Rüstung anlegen, dann hätte man einen Blasenschutz, ne? Ja, Horstvorteil! Welchen verprügel ich gerade überhaupt? Ich glaube, den normalen. Ja. Der wurde geblitzt. Blitzdingst. Übrigens, hast du jemals den Ultra-Angriff vom Brachidios gesehen? Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Das ist so eine Rocky-Trainingssequenz. Das ist wirklich einfach nur so eine Trainingssequenz, die ist ultra lustig. Die musst du dir unbedingt mal angucken. So, right on! Wer von euch will mich gerade? Oh, beide. Beide wollen mir ans Leder. Ja, dann hau ich die erstmal auf den Sack. Warum bin ich der Einzige, der angreift? Warum wollen sie mich beide? Ich hab mir mal mein Herz wiedergegeben. Zack. Aua, ich muss direkt angreifen, oder? Ja, ich muss angreifen. Ja, wenigstens konnte ich meinen Angriff nochmal um einen steigern. Beim nächsten Monster kann ich ja extra den Brachidius mitnehmen, dann kann ich es dir zeigen. Kammerseher sieht ja geil aus mit seinem Leuchterauge. Stimmen können wir ihm doch sein Auge brechen, indem wir seinen Kopf kaputt machen. Oh, den kann man gar nicht angreifen. So, Astalos Impuls, den ich auch mega cool finde. Auf den da. Ich muss ihn einsetzen, sonst falle ich jetzt um. Aber wollen mich beide. Du Aschkat auf der Stirn stehen hast. Friss den Impuls! Das hat gesessen. Vor allen Dingen, das war auch der einzige von den beiden, der auch wirklich angreifen wollte, ne? Moment, der hat Feuerangriff gewählt. Ja, der Kammerseher kann doch Feuer.
Hattest du den Kammerseher nie bekämpft? Nein. Den Kammerseher habe ich nie gemacht. Ich dachte, den hättest du damals bei 4 Ultimate gemacht. Nee. Da war der Kammerseher nicht auf meiner Liste. Die wollen mich. Ich habe keine uralten Tränke mehr. Die habe ich alle beim O2-Lauf aufgebraucht. Moment, der ist normal. Warum kann der Maxi-Truck nicht auch ein Herz geben? Guck einfach, die wollen beide angreifen. Böse! Aua! Die Viecher tun weh. Die sind gerade am Start davon, ne? Na toll. So voll gelohnt aufzumounten. Ich muss eine vitale Essenz übrigens nutzen. Ja, ja, brüt uns noch weiter an. Das mögen wir. Der eine will mich schon wieder. Switchen wir meinen Joss raus wieder. Warte mal, funktioniert die Blitzbombe eigentlich auf beide gleichzeitig? Nicht eigentlich. Nee. Nur auf einen, schade. Dämlich. Warte, mach aber trotzdem auf den Kammerseher, weil der macht mehr Schaden. Mach mal auf den einfach eine Blitzbombe. Dann trifft er weniger. Ich hoffe, das funktioniert auch. Wo habe ich meine Blitzbomben gehabt? Ich muss unbedingt eine vitale Essenz bei mir nutzen, sonst sind wir RIP. Nur guck's los. Wahrscheinlich wegen dem Leuchteauge. Der war ein Krafttypus gerade. Das hat gesessen. Weißt du, der hat bei jeder seine Techniken Lähmung mit drauf. Bisher hat sie sich nicht einmal gezeigt. Diese Spiralklaue ist so ekelhaft. Ein Angriffsboost, der Feuerangriffsboost, den da drauf hat, der ist. Wow, wiped out. Guck mal, zum ersten Mal hat er uns verprügelt. Zum Glück machen wir sie nicht doppelt. Wir sehen uns beim Gamoff wieder. Ich mache sie extra nicht doppelt, weil ihr seht ja, was sie können. Das reicht ja wohl. Ich will jetzt hier nicht 5 Versuche damit verschwenden, ein Mitsu zu klatschen. So Leute, nächstes Monster steht an, der Gamoff. Es ist nicht schlimm, wenn wir verkacken, wir wollen die Viecher ja nur zeigen. Ja, Mann. Und ich hoffe, ich komme dazu, meinen Reitangriff zu zeigen, weil da wird sich kein kaputt lachen. Ich habe jetzt extra den Brachidius im Team. Ist eigentlich sogar das Beste, was ich nehmen kann, weil der halt diesen Explosionsschaden hat und der kann damit Rüstungen richtig leicht runterbrechen. Ach ja, und übrigens, Navio ist so hart von Ortula geschwächt gewesen, dass er jetzt bei mir Verbände trägt. Meiner bewegt seinen Mund beim Sprechen nicht. Weißt du, was schrecklich ist? Ein Gamoff ist schon schlimm. Aber zwei? Vor allem der andere ist sogar noch mal eine Ecke größer. Da müssen wir halt leider durch. Die ziehen gerade beide auf meinen Kollegen hier, ne? Ne, nur einer. Okay, dann lasse ich ihn nämlich eben kurz seine feurige Aura hier eben kurz nutzen. Und streichle ihn, glaube ich, danach. Obwohl, ne, das macht er instant. Der war von Anfang an Krafttypus, ne? Einfach draufhauen ist also die Devise. Du hast dem Eiszapfen einen rein. Ich habe jetzt den normalen genommen. Ja, der hat auf mich gezielt. Hätte ich nicht auf ihn gezielt, hätte er mich gerade gefinisht. Oh. Ungefähr so. Wie sie beide meinen Brachidius angucken. Die mögen ihn nicht. Mal Höllen-Zinograma auspacken. Du hast den schon gemacht? Ja. Ich habe den einfach nur einmal vorbeigehen gesehen und fertig. Wir hatten den ja schon in der Multi-Quest, glaube ich, einmal gesehen.
Obwohl, nee, ich hatte ihn als einen der normalen Gegner bei diesen Riders gehabt. Warum? Warum? Will der andere meinen Hund hauen? Ja, will er. Los, Hundi, der mittlerweile hochtrainiert ist. Der rechte will deinen Hundi. Und der normale. Wie genau will machen wir das jetzt? Ich mache ein Combo auf den. Ich mach Combo auf den Dicken. Die sind beide dick! Weil du kannst ja auf den Eiszapfen gehen mit Geschwindigkeit und dann mache ich den Combo mit deinem Drachidios auf den normalen Gemmelt, weil der mich im Fokus hat. Ja, wir müssen hauptsächlich diese Combo-Angriffe machen, sonst sind wir RIP. Wir schaffen auf jeden Fall 2 Monster pro Folge. Das heißt, es werden 3 Folgen noch für euch, liebe Zuschauer. Der wollt mich gar nicht so wirklich. Will dir unbedingt halt den Ultimate-Angriff vom Brachidios auf jeden Fall zeigen. Den wirst du schlapp lachen. Ich bereite mich schon mal vor. Die wollen mich. Die wollen dich beide. Könntest du bitte auf den linken gehen? Der rechte macht eventuell seine Eisrüstung. Du bremst einen Drakenschlund. Achso, du nutzt einen Hammer. Ja, ist das Effektivste gegen die beiden. Zumindest solange sie ihre Rüstung noch nicht tragen. Schneeschlörfer. Ja, der verpasst sich jetzt eine Rüstung. Aber wenigstens greift der andere nie an. So, er hat seine Klingen geschärft. Ich wechsle eben kurz wieder zum Brachidios zurück. Obwohl, ich habe gehört, wir hauen den Gamorph jetzt einen Doppelangriff frei. Ja, das klingt nach einem schönen Plan. Welches Körperteil nehmen wir? Irgendeins. Ich sprech ihm den Schädel. Doppelte Aufwärtsachse. Hundi Power. Das ist die ultimative Hundekraft. Oh, das hat beide, glaube ich, getroffen, oder? Hm, wir treffen beide. Oh, 3000 bei den beiden. Das hat auf jeden Fall gezogen. Das hat weh getan. So, Brachidios. Bitte sei nicht im Fokus. sie haben dich eh nicht im Fokus. Könntest du bitte mein Brachidios heilen? Ich mache. Ich gehe mal auf den Dios Schwanzhammer. Der nutzt jetzt, glaube ich, Geschwindigkeitsangriffe oder Technik. Jetzt, wenn ich mich wenn er wütend ist, nutzt er, glaube ich, Technik. Ich glaube, die waren durchgängig Kampfkraft. Oh, der Kopf ist schon gebrochen. Ja, den haben wir mit der Combo-Attacke weggepustet. Der ist auf jeden Fall kein Krafttypus mehr, ist halt das Ding. Also der normale war auch mit dem Eis um die Beine Kraftnutzer noch. Der mag mich nicht. Beide immer noch Kraftnutzer. Komm, Brachi, hau rein! Ja, es ist ready! Du darfst dich auf was zum Lachen gefasst machen. Danach wechsle ich auch wieder zum Hund. Ich will dir jetzt einfach nur mal zeigen. Du wirst dich schlapp lachen. So, ich will welchen soll ich wählen? Ich brich ihm die Nase. Pass auf, der brach die Schlag. Jetzt wird Zeit für eine Rocky-Sequenz. Oh, hier, da, siehst du? Ha 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 ha
Geil, ne? Das ist ja geil. Das erwartest du halt nicht, dass bei einem Monster Comedy eingebaut wurde. Und halt einfach so eine Rocky-Sequenz. Das ist doch mega gut. Ich lach mich jedes Mal schlapp, wenn ich das sehe. Ich hab mir das sogar beim Schnitt, als ich das erste Mal das gesehen hab, das mir zehnmal angeguckt. Weil ich das einfach so schießen fand. Ich heile uns wieder. Ich hau nochmal einen Lebensstaub raus. Der rechte, der linke mag mich nicht. Der guckt mich schon so böse an. Die mögen mich beide nicht. Silberexplosion? Oh Gott. Das wird wehtun. Das wird schon nicht gerade wenig. Könntet ihr bitte nicht die Körperteile angreifen, die schon kaputt sind? Oh, Sprengschaden hinzugefügt, weil ich habe ja den Dios-Hammer. Oh! Das zieht. Ich hoffe, du hast noch sehr viel Lebensstaub. Ich glaube, ich habe jetzt noch vier, wenn ich das jetzt nicht... Warum wollt ihr auf Technik angriffen gehen, ihr Doofen? Blöden Köder, macht mal was anderes. So, der geht auf den Kopf. Das Gute ist, dass das auch als ein Statuseffekt gilt. Du hast auf den Kopf gezielt, oder? Ja. Das habe ich nämlich auch getan. Silberstampfen. Das ist die Whiteboards. Aua, aua, aua. Insta-Rip. Instant-Rip. Ja, das Problem ist, bei mir sind ich habe keine Herzen mehr. Wir sehen jetzt hier nur noch alle einmal aufstehen. Aber wenigstens hatte die Rocky-Sequenz. Und Kai hatte da nicht was zum Lachen. Als du die Zornesverstreiten gemacht hast vor dem Gletscher, da bist du da in den Zornesverstreiten Gamut reingelaufen? Nein! Das habe ich mir nicht angetan. Ich habe extra die Zornesverstreiten Viecher alle sein gelassen, bin dran vorbeigerannt. Habe ich auch gemacht, weil... Nein, danke. Ich habe mir nur gedacht, ein Zornesverstreiter kam oft? Nein, danke. Nein, danke. No. Vor allen Dingen, ich hätte ja nicht mal irgendwie was Spezielles an Materialien bekommen. Nö, hättest einfach die Standardmaterialien von dem bekommen. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall hier dann jetzt bei der nächsten Folge. Wir nehmen jetzt die nächsten beiden Viecher auf, die uns zerlegen werden. Es geht ja nicht darum, dass wir hier überleben, sondern einfach nur, dass ihr die Viecher seht. Wir müssen unheimlich viel farmen, damit wir sie besiegen können. Also, bis dann. Tschüss.